Apex Legends und Titanfall Fans aufgepasst. Mittlerweile wird es immer wahrscheinlicher, dass die nächste Battle Royale Map tatsächlich eine Titanfall Map sein wird. Aus der Stadt Angel City. Der Bereich aus Angel City nennt sich District. Das wurde schon vor ewigen Zeiten geleakt. Ich zeige euch einfach mal. Moment, darauf komme ich gleich zurück. So sieht wohl Angel City aus. Ich selbst kenne mich mit Titanfall leider so gar nicht aus. Auch wenn mir oft von euch ans Herz gelegt wird, das Spiel mal zu spielen, weil sich es einfach lohnt. Und hier ungefähr so könnte dann die Battle Royale Map aussehen. Und Respawn hat es ja selber geteasert. Jetzt kam der Killcode Part 3 Trailer raus. Und in diesem Trailer sehen wir nicht nur einen Titan, der im Hintergrund zu sehen ist, wir sehen auch die Explosive Ticks. Und ich glaube fest daran, wenn die Battle Royale Map rauskommt, dass die Explosive Ticks auch Teil der Map sein werden. In welcher Art auch immer. Und eigentlich konnten wir schon vor Jahren davon ausgehen, dass die Explosive Ticks über kurz oder lang ins Spiel finden. Denn die gibt es schon seit ewigen Jahren als Gun Charm in Apex Legends. Wem das nicht aufgefallen ist, scrollt mal die gesamte Liste durch. Ihr werdet irgendwo den Explosive Tick sehen. Und ich habe in einem der letzten Videos euch versprochen, ein ehemaliger Spieletester von Respawn hatte auf Reddit sämtlichen Stuff der nächsten Seasons gepostet, inklusive Legenden bis Season 25 und so weiter. Das wurde dann hinterher alles gelöscht, oder beziehungsweise der hat seinen Account selber gelöscht. Dataminer haben darauf zugegriffen und nutzen das jetzt Stück für Stück, um noch mehr Stuff zu veröffentlichen. Das ist ein Folgevideo. Es wird aber heute noch ein zweites Video um dieses Thema geben, denn einerseits rede ich um eine Battle Royale Map. Es gibt aber noch ein Event, was geleakt wurde, was eventuell das Gerücht aufkommen lassen könnte, dass das vielleicht nur Event-Maps werden. Müssen wir mal abwarten, was da kommt. Das aber im zweiten Video. Freut euch also auf dieses Video. Heute gehe ich einfach nur, oder in diesem Video nur, auf das Gerücht rum. Denn es gibt eine schlechte Nachricht. Der Spieletester behauptet, als diese District-Map getestet wurde, wurde denen gesagt, in Richtung Season 22, 23. Das heißt, Mitte, Ende nächstes Jahr, 2024, soll die Map erst erscheinen. Da wir eigentlich in Season 19, sprich jetzt am 31. Oktober, eine neue Map bekommen hätten, die ja verschoben wurde, weil es ein fettes Rework für diese Apex Legends Engine geben wird, ging man eigentlich davon aus, dass die nächste Battle Royale Map im Februar kommt, zum 5. Geburtstag von Apex Legends. Und meiner Meinung nach wäre das doch die perfekte Feier für Apex Legends mit einer neuen Battle Royale Map. Hätte ich cool gefunden. Das kann natürlich trotzdem sein, dass wir diese Battle Royale Map im Februar bekommen, weil diese Spieletests sind schon viele, viele Monate her. Deswegen müssen wir mal abwarten. Es kann aber dennoch sein, dass wir Richtung 22, 23, also die Season, doch erst die Map bekommen. Das muss man eben mal abwarten, wie weit da Respawn tatsächlich ist. Das konnte der Spieletester natürlich nicht sagen. Es wurden auch Wall-Run-Elemente geleakt auf dieser Map. Diese Leaks sind schon sehr, sehr lange her. Angeblich wurden die aber entfernt und der Spieletester sagt, dass die durch Trident-Spots ersetzt wurden, wo wir dann halt auf einem Trident fahren können. Was da jetzt letztendlich wirklich passiert, müssen wir einfach mal abwarten. Wie gesagt, ich haue heute noch ein Event-Video raus, was in Verbindung mit dieser ganzen Geschichte steht, und aus beiden müssen wir ein großes Ganzes basteln, aber so richtig wissen wir dann trotzdem noch nicht, wie es im Endeffekt kommt. Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich freue mich auf die neue Battle Royale Map, die wird auf jeden Fall am meisten frischen Wind in diese ganze Geschichte hier bringen, weil sich einfach mal zurzeit das Spiel in die nicht schönste Richtung entwickelt, das muss man ehrlicherweise mal sagen. Leider Gottes verliert Apex immer mehr Spiele und deswegen hoffe ich, dass Respawn die Kurve bekommt, dass wir weiterhin eine Menge Spaß an diesem Spiel haben werden. Das war's soweit von mir. Freut euch aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.